Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Welt. In meinem Garten vom Stiftungshaus sind wir mal wieder und es geht rund. Es wird kräftig serviert und kräftig geschunkelt und natürlich gute Laune ist angesagt hier im Stiftungshaus. Wir zeigen schon mal einige Eindrücke. Und das Wetter hielt sich auch noch ein bisschen, obwohl wir ja schon im Stiftungshaus Bonanza servierten, auch schöne Feten bei uns in Gestacht im Ellermann Stiftungshaus feierten. So sang ich mit vielen Freunden auch Bonanza. Ein sicher Gold ist gut wie Gold, Bonanza. Nächtelang die Trommel sang die Lieder der Prärie. Unser Recht ist gutes Recht, Bonanza. Und unser Land ist gutes Land, das vergisst man nie. Tag für Tag, Nacht für Nacht, kämpfend Hand in Hand. Tag für Tag, Nacht für Nacht, bauten wir das Land. Als das Land ein freies Land, Bonanza, kamen wir durch die Prärie, tausend und noch mehr. Nadja, wie schön, dass du gekommen bist. Und wir zeigen mal die Bilder. Du hast auch serviert mit mir zusammen und hast hier beim Stiftungshaus das Ganze mit unterstützt. Du bist ja unsere Botschafterin und wirst mit uns ja demnächst nach Wien fahren. Sag doch mal, was verbindet dich mit Wien? Viel. Weil ich habe 10 Jahre oder fast 10 Jahre in Österreich gelebt, also 6 Jahre in Salzburg, dann in Velden am Wörthersee. Da, Roy Black. Den hast du ja kennengelernt, ne? Ja, ja, klar. Ich war auch mit ihm 10 Wochen im Studio. Also damals hat Bohlen das letzte Album gemacht. Und sehr sympathischer Mensch. Leider weilt er nicht mehr unter uns. Aber ansonsten in Wien habe ich auch 2 Jahre verbracht. Also herrlich. Oh, nimm mich mit nach Wien. Ich liebe Wien. Also Wien, wieso Österreich? Sie kommt ja mit und wir werden die Bilder auch festhalten, natürlich mit unseren Kameras, das ist ganz klar. Und dann singen wir Wien, Wien, nur du allein sollst. Das singst du aber. Das singst du. Dann singen wir mal vom Schlagerhammer, da hast du mich ein bisschen gestützt, weil ich war ja ein bisschen geschwächt da. Und da haben wir ja, was haben wir da gesungen? Ich bin verliebt in die Liebe. Here we go, fahr ab das Ding. Alle Ohren stehen, ich will nur dich noch sehen und wünsche mir so vieles von dir. Kein Rechnen und Latein, Liebe nur soll es sein, darum komm heut noch zu mir. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ja, war schön da auf dem Schlagerhammer. Marianne Rosenberg haben wir ja nur kurz gesehen, weil die hatte ja, du kennst sie ja besser. Ich kannte sie ja nur von 2 Auftritten. Aber du hast gemerkt, die war auch ganz schnell weg, ne? Ja, sie war ganz schnell weg, weil die hatten wieder, die mussten ganz, also dringend nach Hause. Aber sie hat noch liebe Grüße und sie nochmal 1000 Entschuldigungen, also jetzt auch, weil du wolltest ja noch ein Foto machen. Aber sie konnte nicht, weil sie musste mit Manager schnellstmöglichst. Die hat ja auch 3/4 Stunde gesungen, ne? Vielleicht kommt sie zu meinem Jubiläum. Ich bin gerade mit ihr im Kontakten, weil ich habe ja einen Titel. Ja, fremder Mann, schau mich an, du bist ja schuld daran. Mein Lieblingstitel, lieber Marianne, wenn du nicht kommst zu meinem Jubiläum, dann sage ich nicht fremder Mann, dann sage ich nur, was hat sie noch gesagt? Wie hieß denn noch ihr Titel nochmal? Wenn du denkst, das hat ein anderer gesungen, was hat sie noch gesungen? Komm mit ihr, Marlene.
einer von uns. Lehn, einer von uns beiden muss nur gehen oder nicht gehen. Aber du musst nun gehen, aber jetzt gehen wir auf die Bühne. Wir haben Marianne Rosenberg eingefangen. Bitteschön. Bussi, Bussi und Baba, das sagt man in Wien. Bussi, Bussi heißt, ist wienerisch, heißt alles Gute und Servus. Und Marianne, du bist dran. Er gehört zu mir, hat sie ja gesungen, das wissen wir doch. Er gehört zu mir und du gehörst zu mir. Ja, genau. Und das war mein Lieblingssong damals. Das bin ich immer, das war damals. Wollen wir den aufnehmen, wir beide? Ja, finde ich. Er gehört zu mir, wie mein Shampoos an der Tür. Wie mein Name an der Tür, nur mal nebenbei gesagt. Und das ist der absolute, also Madeleine, du bist wie so der absolute, also für die Schwulen oder für die, wie, darf man ja nicht mehr sagen, aber Homosexuellen. Homosexuellen und bist du der. Hey Lilly, bitte Ruhe, ihr Hund ist ja auch noch als Bewacher mit im Hintergrund. Nicht beißen. Ruff, miau. Mein Hund wird nie einbeißen. Naja, auf jeden Fall Servus und Baba und Vierti, ne? Genau, wir zeigen weitere Eindrücke hier von unserem Stiftungshaus und sagen danach nochmal Hossa, Hossa. Fiesta, Fiesta Mexicana, bald schon gilt es hell, denn der Morgen ist nah. Und ich küsse Carmen Zita, denn ich weiß, die Stunde des Abschieds ist da. Weinen nicht, muss ich auch gehen, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana, dann wird alles wieder so schön, wie es mal war. Hossa Hossa war ja ein guter Erfolg, ne? Ja, absolut, absolut. Und wir werden demnächst weiter berichten mit weiteren Auftritten. Wir werden demnächst einen Auftritt im Harz haben und wahrscheinlich in meinem Einkaufszentrum in Schwarzenberg. Schwarzenberg kennst du ja noch nicht so, aber du lernst Schwarzenberg kennen. Sage lieber nichts dazu. Nein, ich sage nichts dazu, aber ich werde es kennenlernen. Okay. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Unsere Weltbotschafterin, der Andreas, heute eine rote Mütze. Wie findest du die eigentlich, meine rote? Finde ich total lässig. Total, wie der Wiener oder wie die Österreicher oder die Schweizer sagen, lässig. Die habe ich übrigens von, die habe ich aus Amerika, von Herrn Trump. Viel Spaß und wir zeigen weitere Eindrücke. Danke, weiter. Oh, ganz große Klasse, ja. Wien ist eine tolle Stadt, liegt an der Donau, richtig schön. Also mal sehen, was wir da alles erwischen können. Vielleicht mit den Fiakerl da einmal durch die Stadt fahren. Man freut sich, wenn man so eine Stadt zum ersten Mal sieht. Wahrscheinlich auf alles. Man muss sehen, was macht die Führung, was zeigen die einem. Und die wissen schon, was sie den Leuten vorstellen können. Also ich denke mal, es wird schon eine tolle Sache werden. Also ich finde das phänomenal, dass man sich, oder beziehungsweise, dass uns Andreas auch sowas ermöglicht. Weil kulturell ist ja Wien einzigartig. Diese ganzen Eindrücke, die man dann mitnehmen kann, viele können sich das nicht erlauben oder leisten. Und dann finde ich das so eine Aktion ganz toll. Auch in diesem Jahr gibt es viele Veranstaltungen, viele Events und wir zeigen mal die schönsten Eindrücke, die wir natürlich im Stiftungshaus gewonnen hatten mit vielen prominenten Gästen, unter anderem auch der Imbiss-Tester Harry war dabei und viele andere Prominente. Hier ein Schnelldurchlauf der Promis.
Und fertig ist dein Elefant. Einmal dein Elefanten. Viel Spaß. Als kleiner Junge schon lang auf dich. Unsere Kleiderprobe ist beendet. Wie gefällt die Jacke? Also vor allen Dingen ist richtige Größe, hält warm. Du hast ja viel unter, ne? Muss man sagen. Ne? Nee, muss man ja auch im Winter. Das war's wieder mal mit unserer Sendung. Dankeschön für alle, die dabei waren. Dankeschön auch Nadja. Und wir sagen tschüss bis nächsten Sonntag, 19:45 und 21:45 Uhr. Und ich singe noch einen Titel. Goodbye, Freunde. Goodbye, Freunde. Goodbye, Freunde. Komm, ein geb ich noch aus. Steuermann, irgendwann leg dir wieder bei mir an, bei Elle Ellermann. Goodbye, Freunde. Goodbye, Freunde. Goodbye, Freunde. Es wird jetzt Zeit zu gehen.